Hallo Freunde und hallo Mitzwerge. Herzlich willkommen zu einer neuen coolen Episode auf diesem Kanal. Nach langer, langer Zeit mal wieder ein BookTube-Video. Wir befinden uns jahreszeitlich in der Nähe von Halloween, also der Zeit des Grusels, des Horrors, der Düsternis, der Trübnis, der dunklen Wälder und des Nebels. In Zeiten, wo Abenteurer in den Wäldern nur den einsamen Uhu oder die Krähe oder den Raben sehen. Wo hungrige Wölfe aus dem Schatten hervorgekrochen kommen, auf der Suche nach Nahrung. Und passend dazu habe ich ein Buch rausgesucht, was hoffentlich diesen Ansprüchen gerecht wird. Und zwar das hier. Schicksalsgefährten. Der erste Band von Gottrek und Felix. Ja, über dieses Buch gibt es eine Menge zu erzählen und höchstwahrscheinlich werde ich die Hälfte davon vergessen. Deswegen müssen wir systematisch vorgehen. Also lasst uns beginnen. Ja, Schicksalsgefährten von William King. Ehemals erschienen im Heine Verlag. Hat bestimmt die ein oder andere Neuauflage auch in anderen Verlagen erfahren. Ist ein Fantasy-Buch in einer grimmen Dark-Fantasy-Welt. Ja, es ist aus dem Jahre 2001 und übersetzt aus dem Englischen von Dieter Schmidt. Das ist wichtig, denn er hat gute Arbeit geleistet. Es besitzt über 462 Seiten. Wenn wir uns das jetzt ganz mal ansehen, hier haben wir Stein oder Marmor und ein paar Blutspritzer. Also wisst ihr, was hier uns erwartet. Er spielt in einer grimmen, düsteren Fantasy-Welt. Unserem europäischen Spätmittelalter nachempfunden. Ja, fast schon ein Schritt in die Moderne, denn es gibt schon die ersten Schusswaffen, die ersten Schwarzpulverwaffen, die ersten Steinschlosspistolen. Ja, die Warhammer Fantasy Welt ist eine eigene Welt. Gucken wir mal, ob wir hier eine Karte haben. Ja, hier haben wir es. Ist aber, wie gesagt, eigentlich unserem Mittelalter nachempfunden und vor allem auch unserem Europa, unserer Welt. Ja, geografisch natürlich ein bisschen anders aufgebaut, aber letztendlich ist das hier Europa. Und man sieht hier oben, kann das Skandinavien sein. Hier haben wir Spanien, Düsterlande. Ja, und hier geht es dann in den Osten. Hauptaugenmerk ist die Mitte des Pseudo-Europas. Das Imperium. Also quasi Deutschland im Mittelalter, Spätmittelalter. Ja, besteht hauptsächlich aus Wald. Hier sehen wir es nochmal größer. Das Imperium und die umliegenden Gebiete. Das Ganze haben sich Engländer ausgedacht und sie treiben ihren Schabernack mit den deutschen Namen. Wobei die Namen der Städte hier noch in Ordnung sind. Aber mit den Namen der Charaktere. In dieser Welt gibt es allerlei düstere Fantasy-Kreaturen. Wie Orks, Goblins, Oger, Tiermenschen, Mutanten, Skaven, die Rattenmenschen. Aber die spielen hier in diesem ersten Band keine Rolle. Also die Rattlinge. Orks selbstverständlich. Orks sind hier noch richtige Orks, genauso wie in Mittelerde und nicht so weichgespült wie in Mainstream-Fantasy-Welten. Wenn man hier einen Orkenkopf kürzer macht, macht man nichts falsch. Trolle, habe ich Trolle gesagt? Die dürfen natürlich nicht unerwähnt bleiben. Die dürfen nicht fehlen. Das Besondere an dieser Fantasy-Welt ist das Chaos und der Warpstein. Das Chaos, was vom Norden her, aus den Eisöden oder
aus den Eishöhlen, wie heißt das genau, aus dem Reich des Chaos hinunterkommt. Ja, und der Warpstein, was ist das? Das ist ja eine grün leuchtende, ja, eine grün strahlende Substanz. Und wer mit dieser Substanz in Kontakt kommt, mit dem Warpstein, der driftet hinüber in den Bereich des Chaos. Ja. Er wird korrumpiert und mutiert. Daher gibt es auch in dieser Welt sehr viele Mutanten und Halbmenschen. Ja, ganz besonders schlimm ist es, wenn man den Warpstein zu sich nimmt. Also, wenn man davon nascht, das machen die Skaven sehr gerne. Ja, der Warpstein, den könnte man eigentlich als grünstrahlende Masse, als ein radioaktiv strahlendes Gestein bezeichnen in dieser Welt. Ja, und hier in diesem Buch werden die Abenteuer von zwei Spitzbuben erzählt, von Gotrek und Felix. Gotrek ist ein Zwerg, der Schande über sich und seine Familie gebracht hat und einen hellenhaften Tod sucht. So eine Zwerge nennt man in dieser Welt Trollslayer. Nun, er hat Felix irgendwann mal das Leben gerettet und aus Dankbarkeit verpflichtete sich Felix, mit ihm auf Abenteuer zu gehen, mit ihm zu reisen, denn irgendjemand muss ja von den hellenhaften Tod, den Gotrek sucht, berichten. Das Dumme ist nur, der Zwerg ist nicht tot zu kriegen. In diesem Buch befinden sich ein paar Kurzgeschichten, um genau zu sein, 7 Stück an der Zahl, von verschiedener Länge, in chronologischer Reihenfolge. Sie sind allerdings in sich abgeschlossen. Man kann sie auch unabhängig voneinander lesen. Naja, und diese Geschichten erzählen eben nun die Abenteuer von Gotrek und Felix. Und einige der Geschichten haben durchaus den Anspruch, Gruselgeschichten zu sein. Wie zum Beispiel die erste hier, Geheimnisnacht. In dieser Geschichte befinden sich unsere Schicksalsgefährten in einem einsam gelegenen Gasthaus in einem düsteren Wald. Und in dieser besagten Geheimnisnacht prescht eine unbekannte schwarze Kutsche durch den Wald. Was hat es damit auf sich? Und es gibt auch ein ganz berühmtes gezeichnetes Bild von Warhammer Fantasy. Das ist das Bild des ersten Warhammer Fantasy Rollenspielbuchs, der englischen Originalausgabe. Das Bild hat sich bei mir so doll eingebrannt, dass obwohl ich Warhammer früher öfters gespielt habe, immer wieder dachte, dass dieses Bild auch auf der deutschen Version des Rollenspiels ist. Allerdings haben wir dieses Bild dort drauf. Naja, egal. Jedenfalls ist das ein ganz berühmtes Bild. Und die Geschichte, womit dieses Bild zu tun hat, also die Szenerie, die Story, befindet sich auch in diesem Buch. Ja, dieses Buch enthält Gruselgeschichten und auch tiefschwarzen englischen Humor. Ja, vielleicht nicht tiefschwarz, aber englischen Humor, schwarzen. Ja, und jeder Fantasy-Fan, der was auf sich hält, sollte dieses Buch kennen und gelesen haben. Ich selber habe es jetzt das 3. Mal durchgelesen, bin jetzt fast durch. Liest sich schnell weg. Ja, die Warhammer Fantasy-Welt, die alte Welt, das Imperium, ist eine der stimmigsten Fantasy-Welten überhaupt. Wie gesagt, mit dem Alleinstellungsmerkmal der Schwarzpulverwaffen. Absolut zu empfehlen. Ja, und das soll es auch mal wieder für heute gewesen sein. Machen wir nochmal den Check. Design des Buches besprochen, Anzahl der Geschichten, Setting besprochen, die Helden erwähnt. Bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr dieses Buch kennt, ob ihr es gelesen habt und was ihr davon haltet. Auch vor allem von den beiden Protagonisten.
Erinnern Sie euch vielleicht an Fafrat und den grauen Mausling? Oder sind das zwei völlig andere Charaktere? Oder sind vielleicht Fafrat und der graue Mausling viel zu alt, dass ihr die gar nicht mehr kennt? Jetzt blendet gerade die Abendsonne. Zeit für einen guten Abschluss, für ein gutes Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Lefty. Und lasst euch nicht wegschnappen. Happy Halloween.